Hallo Leute, ganz herzlich willkommen zu den Nächten des Grauens. Ja, ich bin der Nico und ich freue mich darüber, dass ich hier Teil dieser coolen Aktion sein darf. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte, ob ich nicht meinen Beitrag dazu leisten möchte in Form eines kleinen Videos. Und da habe ich natürlich zugesagt und auch wenn ich hier sicherlich einer der Letzten war oder bin, die hier überhaupt entsprechend ein Video eingereicht haben, dafür auf jeden Fall nochmal sorry an der Stelle, mache ich das Ganze hier wirklich sehr, sehr gerne, denn ja, wie ihr sicherlich alle auch, gucke auch ich sehr, sehr gerne Horrorfilme und ja, dazu möchte ich euch einfach so ein bisschen was erzählen, meine Geschichte erzählen, wie ich zu den Horrorfilmen gekommen bin und vielleicht den ein oder anderen Tipp geben, was ihr euch noch so anschauen könnt. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Wie viele von euch gucke ich natürlich auch sehr, sehr gerne Horrorfilme und Horrorfilme haben für mich auch schon irgendwie seit frühen Jahren einfach eine große Faszination. Das begeistert mich schon irgendwie eine lange Zeit auf jeden Fall. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch wirklich, keine Ahnung, 10, 11, 12 Jahre alt war, dass ich da dann schon mit meinen Eltern in der Videothek war und mir sehr, sehr gerne Cover von solchen Filmen angeguckt habe. Auch wenn es letzten Endes nur Filme ab 12 oder so waren, hat mich da das ein oder andere Motiv schon durchaus fasziniert. Ich erinnere mich da zum Beispiel noch an Das Geisterschloss. Kennen sicherlich viele von euch mit Owen Wilson und Catherine Zeta-Jones. Liam Neeson spielte, glaube ich, auch noch mit. Ja, war irgendwie richtig cool. Und als dann meine Eltern den Film dann irgendwie mal geguckt hatten, stand ich dann auch im Obergeschoss an der Treppe und habe dann über die Töne versucht, irgendetwas vom Film mitzubekommen. Aber ja, ich war leider Gottes noch nicht alt genug und meine Eltern haben gesagt, nee, das ist noch nichts für dich. Und so musste ich dann halt ein paar Jahre warten. Ich kann mich erinnern, dass so die erste richtige Horrorerfahrung, die ich dann wirklich selber gemacht hatte, die kam dann tatsächlich irgendwie mit The Blair Witch Project. Also der, ich glaube, einer der ersten oder sogar der erste Found-Footage-Horrorfilm. Das Ganze war damals so cool aufgemacht irgendwie, dass man wirklich, ja, zu dem Zeitpunkt, da gab es ja noch kein wirkliches Internet und so. Und das Ganze wurde so aufbereitet, dass man wirklich dachte, es seien originale Aufnahmen, die gefunden wurden. Und man hatte das ganze Marketing um diesen Film natürlich auch so gedreht, dass ja, Spannung erzeugt wurde, obwohl man den Film überhaupt noch nie gesehen hatte. Den Film habe ich dann mit einem Kollegen, ich glaube bei einer Übernachtungsparty oder so, das erste Mal sehen können. Und Leute, wir haben uns wirklich in die Hose geschissen, auf Deutsch gesagt. Wir haben da gesessen vor noch so einem kleinen Röhrenfernseher und haben da entsprechend unsere VHS-Kassette aus der Videothek eingelegt gehabt. Und es war einfach irgendwie ein Erlebnis. Irgendwie so richtig hingucken wollte man eigentlich nicht. Es war dann fast schon mehr einfach amüsant, dass wir so viel Angst hatten. Horrorfilme können natürlich auch in viele Richtungen gehen. Zum einen können es einfach sehr, sehr brutale Filme, menschenverachtende Filme sein. Da fallen mir dann auf jeden Fall direkt Beispiele ein wie I Spit on Your Grave oder The Last House on the Left. Nur mal als Beispiel genannt. Auf der anderen Seite können es einfach auch recht amüsante Slasher-Filme sein, wie jetzt zum Beispiel die Scream-Reihe, Halloween, Freitag der 13., Nightmare on Elm Street irgendwo auch. Und ich finde, Horrorfilme können einfach dadurch bedingt sehr, sehr vielschichtig sein. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch noch diese ganzen Jumpscare-Geistergeschichten, die man zum Beispiel im Conjuring-Universum findet. Und so kann man gar nicht pauschal sagen, dass Horrorfilme ja entweder was für jemanden sind oder halt eben nicht. Denn ich finde, im Bereich des Horrors gibt es so viele coole Facetten, die man so in anderen Bereichen der Filme gar nicht findet. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel einen Actionfilm anguckt, dann ist es halt irgendwo ein Actionfilm, so sehe ich das. Aber ein Horrorfilm ist nicht gleich ein Horrorfilm. Und deswegen finde ich Horror so cool. Ich habe eigentlich mittlerweile so ein bisschen meinen Fokus geändert. Früher fand ich es, wie gesagt, ganz cool, Horrorfilme zu gucken, wo man sich wirklich auch krass erschreckt und wo man irgendwo fast schon so ein bisschen Angst bei hat. Mittlerweile nutze ich Horror gerne auch einfach so, ja, mit Kollegen oder als kleinen Fun-Faktor. Sprich, dann einfach so ein paar coole Slasher, die ja nicht wirklich gruselig sind, sondern eher dann einfach
Spaß machen. Es ist natürlich eine gewisse Spannung vorhanden, aber ich denke, ihr kennt da auch den Unterschied. Es ist halt einfach was anderes, ob ich jetzt The Nun gucke beispielsweise oder Scream 6. Horrorfilme sind, wie gesagt, für mich eigentlich tatsächlich, auch wenn es krass klingt, häufig nur noch zur Entspannung da, weil die Geschichten häufig sehr, sehr hanebüchen sind und irgendwie auch nicht sonderlich glaubwürdig. Aber trotzdem möchte ich euch hier definitiv mal meine 5 allerliebsten Horrorfilme nennen, die ich absolut gerne gucke, die ich immer wieder gucke, die ich auch gefühlt schon 30 Mal geguckt habe, aber die für mich einfach nicht den Reiz verloren haben. Da wäre zum einen auf jeden Fall Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja, ein Film, der in den 90ern auf der neuen Slasher-Welle von Scream mitgeschwommen ist. Ein Film, der eigentlich nicht viel Neues zu bieten hat, aber durch seine Darsteller, durch den Charme dieser kleinen Küstenstadt und irgendwie durch die gesamte Aufmachung wirklich überzeugen kann, für mich zumindest. Ich gucke den Film wirklich, wirklich sehr, sehr gerne immer wieder. Und selbst der zweite Teil, der dann eigentlich ein bisschen alberner daherkommt, den finde ich eigentlich auch immer noch ganz cool. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Film, der mir immer wieder gerne in den Player wandert. Dann hätten wir auf jeden Fall noch Düstere Legenden. Auch Düstere Legenden finde ich sehr, sehr geil. Da muss ich allerdings sagen, ist der zweite Teil nicht mehr so mein Fall, weil er irgendwie sehr, sehr andere Wege geht als der erste Teil. Aber gerade der erste Teil an der Pendleton University, wirklich cool gemacht, coole Darsteller, eine coole Story, das Ganze so auf diesen düsteren Legenden basierend. Und wir haben hier auch noch Robert Englund, unseren Freddy Krueger, mit am Start. Wirklich ein richtig cooler Film, den ich sehr, sehr gerne immer wieder gucke. Dann haben wir natürlich sämtliche Vertreter der Scream-Reihe. Auch hier ein cooler Slasher, eine Slasher-Serie, ein Slasher-Franchise. Finde ich einfach grenzgenial. Für mich kommt natürlich keiner der Filme an den allerersten ran. Aber ich muss sagen, es ist eine Serie, die man durchweg gucken kann, egal welcher Teil. Es gibt da keine Totalausfälle. Und insofern, Scream ist hier auf jeden Fall zu erwähnen. Dann hätten wir Halloween Age 20. Halloween Age 20, auch einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Ja, man merkt, der 90er Slasher-Charme, der zieht sich hier durch meine gesamte Lieblingshorrorfilmreihe. Denn ich mag einfach den Stil, wie damals diese Horrorfilme gemacht wurden. Dieses Teenie-Getue, diese Musik, die da häufig zum Einsatz kam. So ein bisschen rockig, poppig da irgendwie. Und es ist einfach anders als beispielsweise die anderen Halloween-Filme. Es gibt natürlich auch noch viele andere Vertreter in dieser Reihe, die auch echt sehenswert sind. Aber für mich Halloween Age 20 auf jeden Fall auf Platz Nummer 1. Ja, ansonsten möchte ich noch nennen natürlich Final Destination. Final Destination, auch eine sehr, sehr coole Reihe, aber hier definitiv nochmal hervorgehoben, den allerersten Teil. Ich war damals wirklich von den Socken, was das für eine richtig coole Idee war, einen Horrorfilm so aufzumachen, dass wir hier einen Killer haben, der eigentlich keine wirkliche Gestalt hat, denn der Killer ist der Tod an sich. Und dann einfach im Prinzip die Todesursachen so aufzubereiten, dass man das Ganze im Prinzip rückwärts verfolgen kann, fand ich einfach genial. Also es ist richtig krass. Es wirkt teilweise so, auf Deutsch gesagt, bescheuert, wo man sich denkt, wie, als ob jetzt jemand so sterben würde oder so. Aber wenn man sich mal Todesfälle anschaut und das Ganze mal zurückverfolgt, dann kommt man tatsächlich dazu, dass häufig die Ursachen so absurd sind, warum der ein oder andere Unfall passiert ist, dass man dann die Tode bei Final Destination auf einmal gar nicht mehr für so unrealistisch hält. Aber wie gesagt, die ganze Geschichte, den Tod auszutricksen, den Plan des Todes zu verstehen und so weiter, ich war da so drin und bin da bis heute drin und deswegen gucke ich Final Destination auch immer noch unglaublich gerne. Ihr seht, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch etliche Horrorfilme nennen, die ich auch immer wieder gerne gucke. Aber ja, die 90er Horrorfilme, die haben es mir da eigentlich angetan. Es sind einfach viele Filme in dieser Zeit entstanden, die einfach so meinen Stil treffen. Vielleicht
hat es aber auch einfach damit zu tun, dass ich selbst 89 geboren wurde und einfach in den 90ern mehr oder weniger groß geworden bin, dass ich da einfach mich gerne an diese Zeit zurückerinnere und irgendwie, ja, ich kann es nicht so wirklich beschreiben, es ist halt wie es ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt hier noch viel Spaß mit den weiteren Videos bei Die Nächte des Grauens. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich bei dieser coolen Aktion dabei sein durfte. Es war vielleicht ein bisschen konfus, dieses Video, aber ich habe euch ein bisschen was über meine Sichtweise zu Horrorfilmen und zu den Filmen erzählt, die ich gerne gucke. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch was. Macht's gut und ciao!